Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Custom Zombies. Wir spielen heute die Map FE1 oder FE1. Eine nette kleine Map. Ich habe sie schon mal angefangen zu spielen, um mich ein bisschen umzugucken. Und sie sieht bisher ziemlich schwierig aus. Ich weiß nicht, ich gehe mehr oder weniger davon aus, dass sie von einem Deutschen gemacht ist. Wegen so Sachen wie Wohnungen und sowas. Weil hier sehr viele deutsche Wörter und sowas dran vorkommen. Ich mir nicht sicher bin, ob man die als Ami so raussuchen kann. Und die Map sieht schwer aus. Es spawnen unglaublich schnell unglaublich viele Zombies, die schon ja zwischenzeitlich alle laufen. Und man muss eine Ewigkeit bis zum Strom kaufen. Also ich war bisher einmal beim Strom und mach auf. Ja. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Also ich weiß schon, wo der Strom ist und wo die Kiste ist. Aber ich weiß, dass ich erstmal mir bei der Kiste ein bisschen Geld verschaffen möchte und also da lang ging es zum Strom. Die Kiste ist da oben. Ich möchte. What the fuck? Was war das? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Ah, ja. Okay. Machen wir nochmal. Ja, unten links steht es auch FE1. Ich mag die Barrieren hier nicht. Die sind irgendwie ein bisschen blöd geklippt. Da kann man nicht anständig durchmessern. Was sage ich in Black Ops 2 hier? Ich hoffe, diesmal klappt das hier alles mit der Aufnahme einwandfrei. Keine Lust, dass das Programm wieder abschmiert. So schlimm. So schlimm wäre es dann auch nicht. Ich glaube, wir holen uns mal Quick Revive. Ich weiß noch nicht so recht, wo ich hier killen möchte, wo ich stehen kann. Huch. Ich möchte eigentlich in die Kiste gehen. Oh, oben links haben wir einen. Oh, ich habe irgendeinen Krümel im Hals. Oben links haben wir einen Health Counter. Wie wir ja unschwer verkennen können. Okay, warum bleibt der Kollege da stehen? Ich habe gelesen, auf der Seite soll eine kaufbare Raygun irgendwo versteckt geben. So, und hier hinter ist die Kiste. Okay, das ist auch interessant, dass man da hin kann. Angst, wenn ich stirbt. So, und hier müsste ich eigentlich stehen bleiben können. So dass sie nur von vorne kommen. Ich habe zweimal Waffe gewechselt. Oh Gott. Die Waffe nicht zurückgewechselt. Guns getting hungry. Time to
Affen, weil. Ja, werden wir sterben. Oder wir sind Jesus. Geht auch. Stoner. Da weiß ich, dass man die auch unten kaufen kann. Ah, hier ist die Raygun. Für 10.000. Doch ein Affen. Ja, Juggernaut habe ich zum Beispiel noch nicht gefunden. Aber diverse andere Perks. Mal 800 Punkte? Ne, 400. War fast klar. Will ich eigentlich nicht haben. Ah, das nehme ich. Da, ja, wie schnell die Zombies schon wieder spawnen, hört er sie schon? Der Runden-Counter ist nicht mal vorbei. Alles in allem muss man aber sagen, ist das sehr, sehr schön designt. Muss man ja ehrlich zugestehen. Also Mühe hat er sich auf jeden Fall gegeben, das hat mit Sicherheit auch einiges gedauert, die Map zu bauen. Okay, wir können durch die Kiste laufen. Lol. Diese dreckigen, kopflosen Bastarde. Wie nah das gesucht war. Das sah ja mal mega creepy aus. Können ja mal aufkaufen gehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Oh, wo habe ich damals? Ich habe hier lang gekauft. Hier ist ein Aufzug, genau. Die Map ist riesig. Und hier war der Strom. Dahinter.
Weil ich gerade sehe, nee, hier kann man nicht weiterkaufen. Hier war er. Aber hier unten zu spielen ist, glaube ich, was riskant. Bisschen zu riskant. Ich glaube, ich gehe lieber wieder hoch. Oh, und wir sind getrappt. Ah, ich laufe mal wieder lieber hoch, weil dafür spawn die mir was zu schnell. Das Bowie Knife wäre natürlich geil. Das MG habe ich schon getestet, damit bekommt man Punkte. Dieses Aufzugssystem finde ich noch interessant, da bin ich gleich mal gespannt. Strom, weil Strom anhaben. Und wir sind down. Aber 11 Minuten. Machen wir nochmal einen Versuch. Man kann sich ja leider nicht hinglitschen. Also, das habe ich schon gefunden hier, dass man hier hoch kann. Und dann hier, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter nach links gehen würde, würde ich sogar in der Ecke festbuggen. Käme mich dann gar nicht mehr raus und die könnten da hochlaufen und mich schlagen. Ja, da leider dran gedacht. Haben wir es denn eigentlich? Oh, 4:15. Gut, dass es immer nachts ist, wenn ich Custom Zombies aufnehme. Weiß nicht, aber irgendwie habe ich auch nur nachts Bock auf Custom Zombies. Ich hänge. Hier die Tür kriegt man leider nicht auf. Auch wenn ich gerne wüsste, was das ist. Wer weiß, vielleicht geht die auf den Strom an. Ist. Punkte, ne? Ja. Ja gut, die eine Runde spielen wir hier. So, nach der Runde können wir erstmal in die Kiste gehen. Super, die Double Points hätte ich gerne, aber den Nuke nicht. Okay, jetzt muss ich sie nehmen. Thompson, nicht verkehrt. Also Magazin wäre mir lieber eine Browning oder sowas. Vor allen Dingen habe ich gelesen, dass was Nettes bei rumkommen soll, wenn man die Browning puncht. Okay, das heißt, wir brauchen ungefähr 12.000, um zum Strom zu kommen. Thompson und ein Stoner. Dann lässt sich in der Regel erstmal Punkte machen. Ich will nichts sagen, aber eigentlich habe ich gerade einen Double Hit bekommen. Scheiße.
Er schiebt mich in die Max Ammo. Ich sehe schon, ich bin ziemlich gut gerade. Oder soll ich mir hier für 10.000 Raygun holen? Später wahrscheinlich auf jeden Fall, aber noch lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Oh, wie kommst du denn so schnell? Ach ja, die spawnen ja hier so schnell. Das hätte man überarbeiten können übrigens. Dass die nicht gleich spawnen, als wäre hier... Was weiß ich. Als wäre die Runde schon 10 Minuten... am Laufen. Tatsächlich schon welche gestorben. Dabei war die Runde nicht mal vorbei. Oh Mann. Wenn wir über die 20-Minuten-Marke sind, werde ich den Versuch nehmen. Das heißt, selbst wenn wir dann sterben, werde ich das dabei belassen. Solltet ihr die Map allerdings trotzdem nochmal wünschen, werde ich mir die vielleicht nochmal angucken. Eventuell finde ich dann auch jemanden. Der da mitmacht. So. Jetzt gerne mal den letzten am Leben lassen. Crawler? Ja. Sehr schön. Erstmal das. Oh, jetzt fliegt diese scheiß Fliege rum. Mal die Räume ein bisschen genauer angucken. Hier ist auf jeden Fall ein Mule Kick drin. Die Falle. Wahrscheinlich kann man hier mit der Falle gut spielen. Ja, du Drecksfliege, ey. Hier, das Ding kann man nicht benutzen. Bei dem MG weiß ich, hier kann man die Stoner kaufen. Bei dem MG weiß ich, da kriegt man Geld für. Deadshot Daiquiri. Hier sind ja quasi drei Gänge, links Speed Cola. Was wäre denn hier rechts? Ist hier gar nichts? Ah, hier ist scheinbar echt gar nichts. So, hier kommen wir ja diesmal durch. Hier ist der Strom. Okay, was auch immer das für ein Stuhl ist. So, Strom ist an. Was quench wir? Trains faster. Hold for clear debris. Machen wir mal. Hier gegenüber. Das erkenne ich doch, dass das da eine Tür ist.
Da, das erkenne ich ganz genau. Da hat er nämlich schlampig mit den Übergängen gearbeitet. Und das da auch, aber das ist ein Fenster. Das wird eingerissen. What the fuck? You must ascend from darkness. Ja. Okay. Pack a punch. Hier Stamina ab. Da kann man gar nichts machen. Wäre cool, wenn hier irgendwo ein Jugger stehen würde. Ist hier auch nix, auch nix. Okay. Dem Raum scheint es nur Pack-a-Punch zu geben und wahrscheinlich die Möglichkeit zu laufen. Wahrscheinlich deswegen auch hier ist Stamina. Ist wahrscheinlich so der Rape-Train-Raum. Trotzdem mal die Wände abgehen. Weiß ja nie. Vielleicht gibt es noch mal Trenchgun. Aus dem Schrank, okay. Okay, das scheint es hier gewesen zu sein. Wir hatten ja noch eine Tür, die wir nicht aufgekauft haben. Ich schwöre euch, wenn dahinter jetzt einfach Jugger steht, dann kriege ich einen Raster. Ah, okay, hier ist ja jetzt offen. What the fuck? Okay, das sind doch keine Aufzüge. PhD. Alter, was er sich ausgedacht hat. Respekt an den Mapper. Ah, okay, die sind doch miteinander verbunden, wenn auch nicht direkt. Okay. So, wo war die Tür? Hier. Wie ja irgendwie zu erwarten. Tja, jetzt brauchen wir nur noch 2500 Punkte. Was ist hier die AK? Okay, ihr spawnt hier unten im Boden. Uncool. Boah, wie er mich weggeschleudert hat. Muss man hier klarkommen. Ich will in den Pick-a-Punch-Raum. Okay, hier ist Sponsor in der Mitte im Boden. Oh Gott, wir haben keine Muni mehr. Und wir sind tot. Doch nicht, die Minitreppe rettet uns das Leben. Da kann man nicht durchlaufen. Ist er blöd. Ich muss mir sofort Dings holen gehen. Jungle. Gott sei Dank hatte ich noch einen Quick Revive über. Sonst wären wir richtig im Arsch gewesen. Jetzt laufe ich eigentlich hier lang, nicht blöd. Wie es scheint. Genau, lauf den riskanten Weg statt den schönen. Schon. Gut. Los raus da. Ich will wieder oben in meine Nische. Halt. Safety first. Jetzt kaufe ich mir für 10.000 die Raygun. Ich habe was von Viable Ending gelesen. Also irgendwo muss Endgame sein.
Ich schätze mal, wenn er die Raygun zum Kauf anbietet, dann kriegt man sie nicht in der Kiste. Jetzt trotzdem einmal in die Kiste gegangen. Ich will halt auch echt immer noch die Dings haben. Ah, wie heißt sie? Browning. Die, lol, wie schnell ist man denn down? Was hat er denn eingestellt? Ah, okay. Das war's. ich werde mir die Map auf jeden Fall nochmal angucken. Am besten mit Kollegen. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Erste und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.